Das lief ja astrein. Sehr schön. Ich freue mich. Hat geklappt. Wir sammeln hier jetzt noch an Medizin ein, was geht, weil wir wissen nicht, was uns noch erwartet. So, hier oben war auch noch ein bisschen was. Vor allem hier war noch ein Trank und wir sind ja voll. So, hier mal was. Jetzt können wir hier nochmal abspeichern, dann müssen wir die nicht nochmal machen. Ah, hier ist noch Medizin. Na gut, fast 3 plus haben wir wieder. Das ist gut. Sehr schön, das hier hinten ist nur Holz. Ja, wir haben überlebt. Ja, das kann man halt leider nicht mehr ändern. Wir haben es überlebt, sie leider nicht. Aber wenigstens haben wir es überlebt. Nicht so wie vorher, wo wir gestorben sind. Aber wir sind ja Gott. Wir sind ja Gott. Wir können ja einfach aufs Spiel laden drücken. Aber das weiß Eloy ja nicht. So, wir nehmen hier mit, was geht. Oh, kühler Outfit. Damit sollte ich schaffen. Och nee, hier ist eine. Hätte ich das gewusst, hätte ich mit der rumballern können. Aber die habe ich ja völlig übersehen. Möge ihr Opfer uns stärken und unser Ziel festigen. Ah, schade. Boah, es ist so heiß, es ist unfassbar. Also hier ist es heiß im Spiel. Boah, da daneben will ich nicht stehen. Boah, muss ja schwitzen wie sonst was. Das nehme ich mit. Aber hier bei mir gerade in der Wohnung ist es auch sehr, sehr heiß. Vorsicht, mehr Maschinen. So, Geothermie, Abschaltung, Sprachprotokoll, Datenbeschädigung minimal. Wir hören uns natürlich zuerst mal das Zeug da an. Ah, ist nur ein Gespräch. Alles klar. Muss ich nichts vorlesen. Die Geothermalleitung abzuschalten ist einfach. Eine verlustfreie Wiederinbetriebnahme zu gewährleisten, ist schon schwerer. Hätte Anita mir nur gesagt, wie lange die Abschaltung dauern soll. Jahre? Jahrzehnte? Wie wirkt sich das auf das Ergebnis aus? Die Geothermal- Schwierig zu sagen. Inventar, haben wir was Neues? Ach so, stimmt. Feuerschutz und Fernangriffsschutz 20%. Das ist eigentlich sehr gut. Was haben wir denn hier? Oh, bitte sag mir nicht die Bären. Oh, die Bären wieder. Gut, Frostrüstung, ich komme. Das müsste eh die hier sein. Ja, das ist die Eisrüstung, genau. Okay, haben wir einen oder haben wir zwei? Ne, wir haben einen. Ah. Na, ah, schöner liegt. Dadurch, dass wir ja Unterstützung haben, klappt das ja echt gut. Er ist weggerollt. Na, ah, komm ich nicht ran, da ist er zu weit weg. Ah, Mist, das hat ihn leider nicht umgehauen. Ich dachte aber. Oh, ja, zum Glück. Immer nicht. Aber jetzt. Also zu dritt schaffen wir das auf jeden Fall. Ja gut, ich könnte zwar ein bisschen strategischer kämpfen, damit ich nicht so
ins Gesicht kriege jedes Mal. So, weg ist er. Boah, Entschuldigung. So, Eingang gesichert, Anlage entdeckt. Dämon hat sie geschlossen. Wir finden einen anderen Weg. Ja, den finden wir immer. So, Bunkertür. Ah, okay, wieder kein Strom. Okay. Aha, hier können wir eine Tür öffnen. Ah, und hier geht's nach oben. Hier haben wir eine Kiste. Das wird zu schwer. Oh, zwei Tränke. Ich sollte vielleicht echt öfter die Tränke verwenden, damit ich mir die Medizin aufheben kann. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich nach oben? Muss ich da lang? Muss ich dort lang? Ist auch wieder ein Trank, oder? Ja. Okay. Boah, Entschuldigung. Boah, es ist so unangenehm. Also für mich ja natürlich, für euch auch. Vielleicht sollte ich doch noch ein bisschen pausieren, damit ich euch nicht mit dem paar Hustern auf die Nerven gehe. Wo sind wir hier? Na gut, übertriebene Geheimhaltung, Sprachprotokoll, Datenbeschädigung minimal. Wo ist es denn hier? Ah, ist nur was zum Anhören. Ich kann das Kühlsystem nicht wirklich abschalten, aber ich kann den Stromverbrauch drosseln, bis es vollständig von der Caldera verdeckt wird. Aber wovor verdeckt? Firebreak aus Sicherheitsgründen schon immer geheim. Aber das wäre übertrieben. Selbst für den verstorbenen Mr. Blevins. Was könnte Anita aus der Ruhe gebracht haben? Das würde mich auch sehr interessieren. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ah ja, Holz. Klar, hier kriegt man Holz. Manche Gefahren lauern versteckt. Achtet auf Perschur. Ah, das ist der obere Gang. Da wurde wohl jemand überrascht. Oh, ich muss Rüstung wechseln. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier hätte raushüpfen dürfen. Ich glaube, es ist relativ egal. Ich hab gedrückt, aber war leider zu spät dran. Macht euch bereit. Boah, Mann, ey, diese Huster. Boah, fall jetzt endlich um. Dankeschön. Ja, aber man kann da auch wieder zurück. Ja, dann gehen wir da jetzt rein. Lassen die zwei da zurück und gehen einfach. Ich wette, man kann ja auch über den anderen Eingang rein, also hier. Siehst du das? Ach komm. Nicht erschrecken. Es braucht mehr als Licht, um mich zu erschrecken. Boah. Holo-Wiederbelebung. Textprotokoll. Kenny Chow. Datenbeschädigung minimal. Okay, ich geb's zu. Ich habe die Holo von der Tischrede glatt 6-mal geschaut und jedes Detail genossen. Anitas Lächeln, die Art, wie sie über ihre eigenen Witze gelacht hat, meine ungeschickte Überleitung an Sian. Entschuldigung. Jedes Mal habe ich für eine Sekunde gedacht, ich wäre wieder dort, mit ihr, unter Freunden, unseren Erfolg genießend. Es wurde natürlich jedes Mal weniger. Beim 6. Mal habe ich Anita einfach nur angeschaut und kam mir ziemlich gruselig vor.
Aber das wird man mir nachsehen, oder? Das war der schönste Abend meines Lebens. Abgesehen davon habe ich das Recht, etwas wehmütig zu sein. Wir haben die Welt vor Feuer und Tod gerettet. Oder zumindest davor, in der Asche zu ersticken. Das ist doch was, oder? Vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid. Ich schätze, es ist nicht alltäglich, in einem aktiven Vulkan Cocktails zu trinken, oder? Bis auf George. Und ich kann es ihm wirklich nicht verübeln, dass er trinkt auf der Arbeit. Nichts von dem hätte funktioniert ohne unseren hochgeschätzten Direktor, Kenny Cha. Also, auf dich, Kenny. Nur dank dir schläft die Yellowstone Caldera. Du verdienst deine Margarita. Moment noch bitte, Leute. Ich will etwas hinzufügen. Denn das alles wäre nicht möglich gewesen ohne unseren Lead-Programmer. Danke, Anita. Dafür, dass du uns unser Genie geliefert hast. Cyan. Ich stimme zu, Direktor Chao. Okay, Cyan. Was ist die neueste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1654. Wow, darauf trinken wir zusammen. Auf 1654 weitere Jahre ohne eine Eruption. Es war die Stimme mit den Alten. Ich konnte aber nicht alles verstehen. Du hattest recht, Orea. Dieser Ort sollte Schreckliches aufhalten. Das tat er. Und die Stimme. Ich glaube, langsam weiß ich, was sie sein könnte. Die Tür ist jetzt offen. Wir können durch. Okay. Müssen wir jetzt da lang, wo wir vorher gerade waren? Oder wie? Weil ich weiß noch immer nicht, was das hier ist. Also was mache ich hier? Ich glaube, hier soll ich eigentlich gar nicht hin. Wir haben hier noch einen Pirscher. Aha, wir machen mal hier die Maschinen platt. Ich glaube, das soll der andere Zugang sein, der weniger schwierigere. Ja, wir machen einfach beide Wege. Nehmen einfach alle Maschinen mit, die wir mitnehmen können. So, der liegt da mal. So, schön reingestochen hier. Zack. So, das zweite Mal. Und beim dritten Mal ist er dann tot. So, weg mit dir. Immer noch ein Plünderer. Okay, der ist jetzt... Aua. Der zweite Hirscher. Glück gehabt. Da ging der zweite Angriff nicht durch. Es sind aber viele Plünderer angekommen hier. So, einen Plünderer mal weggemacht. Hier ist noch einer. Boah, Entschuldigung. Nein, das wäre meiner gewesen. Oh, der hat sich selbst umgeworfen mit seiner eigenen Mine. Naja, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir sind jetzt den zweiten Weg gegangen, den wir eigentlich nicht hätten gehen müssen. Also auf jeden Fall... Oh, da ist ja noch ein Plünderer. Deswegen kämpfen die noch. Ich wundere mich voll. Was für das blaue Licht? So. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles mitgenommen. Vielleicht finden wir... Ah, wir finden hier noch ein bisschen Medizin. Das ist gut. Als würde Kühlsaft durch diese Rohre hier fließen.
Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich bin hier eigentlich nur, um Maschinen platt zu machen und die Mission hier abzuschließen. Also das hier waren auf jeden Fall die leichteren Gegner. Entschuldigung. Denk an die Sommersonne, wie sie durch die Bäume hindurch scheint. Boah, hier ist auch wieder fast nichts an Medizin. Nur irgendwelche Eisraureifwurzeln, Feuerbrennwurzeln. Ja, das hier kann ich wieder nicht looten, weil das in der Kiste drin ist. Was haben wir hier? Na, brauchen wir nicht. Ich weiß, ich schleiche auch gar nicht. Ich sprinte hier die ganze Zeit durch die Gegend. Und schaue, ob ich hier noch irgendwas verpasst habe. Ich laufe denen die ganze Zeit davon. Die reden, die können gar nicht vernünftig mit mir reden. Mir auch echt leid. Ich hoffe, da verpasse ich jetzt nicht allzu viel. An Gesprächen, meine ich. Ja, das werden wir eh nicht. Ah, okay. Gut. Ja. Schau, hier ist auch wieder was drin. Eine Eisraucherfurzel. Die kann ruhig da drin stecken bleiben. Ist mir egal. Mir leid. Boah, sieht schon echt beeindruckend aus. Unfassbar gutes Spiel. Ja, und jetzt können wir hier rein. Das wäre einfach ein Gang, wäre einfach der leichtere Weg gewesen. Wir sind einfach beide Wege gegangen, ja. So, gut. Dann gehen wir jetzt hier runter. Ah, okay. Die Tür zum Lab. Neues Metall. Totes Metall. Vorher konnten wir nicht vorbei. Aber diesmal schon. Das müssen wir. Das müssen wir auf jeden Fall. Von der Tür trennt uns ein gewaltiger Haufen Maschinen. Das sind mehr, als der Verak damals besiegen konnte. Aloy wird uns beistehen. Dann mal los. Unser Kampf wartet schon. Wir schaffen das. Das Gespräch, Sprachprotokoll, Datenbeschädigung minimal. So, das Gespräch. Wo haben wir es denn? Hier. Ah, ist auch nur zum Zuhören. Die Thermalanlage können wir abschalten, das Kühlsystem verbergen, riesige Probleme lösen. Warum also macht mich der nächste Teil so nervös? Ich muss nur Anitas geheimnisvolle Software installieren und ein Gespräch führen. Es ist doch nicht mal ein Mensch, stimmt's? Ah, okay. Hat der dann das erste Gespräch mit der Stimme geführt? Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Das ist wahr, Aloy. Das ist wahr. Wie viele Maschinen sind denn das? Das heißt, so viel konnte der Verak damals nicht besiegen. Ah ja. Schnupper an meinem Speer. Okay, wir haben... Was ist das? Ein Versänger. Das heißt, wir werden gleich mal auf die Feuerrüstung wechseln. Weil sonst kriegen wir viel zu viel reingebuttert von dem. Ja, na Glück gehabt. Oh, der ist schon tot. Der ist auch weg. Das ist so ein krasser Schauplatz. Echt Wahnsinn.
Ich muss hier zuerst noch looten. Tut mir leid. Nee, muss ich nicht. Wobei, ihr macht das eh alleine. Ich kann auch einfach zuschauen. Er ist völlig eingefroren. Das müssen wir nutzen. Oh, das ist geil. Ich krieg sogar einen Kill. Was? Das war's schon? So viele waren das ja gar nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mit 15? 10 Maschinen gerechnet? 3-4 Frostklauen? 3-4 Versänger? Vielleicht noch 2 Behemoths hinten nach? Ich habe jetzt so den richtig krassen Leibwächter richtig krassen Leibwächter erwartet, aber nö. Zum Glück nicht. Boah, Entschuldigung. So, hier haben wir noch eine Kiste. Mehr kann ich nicht tragen. Oh, wir müssen aber zuerst da rein, bevor wir da drüben reingehen. Oder ist das egal?